freuen uns, dass wir Frau Kulbach-Fricke heute Abend bei uns haben, eine Expertin der Kölner Geschichte. Und wir hören heute was über die Kölner Erzbischöfe. Frau Kulbach. Liebe Mitforscher, dann begrüße ich Sie mal sehr herzlich. Als ich mit 9 Jahren von Hamburg nach Köln zog, da konnte es mir schon mal passieren, dass ich aus Versehen über einen spitzen Stein gestolpert bin. Und das hat immer viel Freude bei meinen Klassenkameradinnen erregt. Und sie sagten es mir, du bist eine Emmy. Als Hamburgerin oder gewesene Hamburgerin glaubte ich, das sei eine Immigrantin, aber mitnichten. Das hieß, du bist eine emigrierte Kölsche. Aber als ich dann herausfand, dass ich von den Kölner Patriziern abstammte, da war es aus mit der Immi. Da war ich ein echtes kölsches Mädchen und das freut mich. Und ich liebe die Stadt Köln sehr und ich liebe die Kölner Geschichte und habe mich damit intensiv beschäftigt. Und dabei habe ich festgestellt, dass im hohen Mittelalter die Kölner Erzbischöfe keineswegs liebevolle Hirten zu ihren Schäfchen waren, sondern das ging ganz, ganz böse zu. Und in diese Zeit möchte ich Sie jetzt ein bisschen hineinführen. Jetzt sehen Sie den allerersten Bischof, den Köln gehabt hat, und dann sehen Sie den jetzigen. Das sind alles in allem fast 100 Personen. Und ich glaube, in der Zwischenzeit ist eine ganze Menge passiert. Fangen wir nochmal mit dem ersten Maternus an. Maternus war Bischof von 313 bis 328. Und man kann ihn zu Hilfe rufen bei Fieber, ansteckenden Krankheiten und wenn die Reben nicht zurecht gedeihen wollen, was natürlich eine Katastrophe ist. Er scheint also ein ganz vernünftiger Mann gewesen zu sein. Ich würde das gerne auch von unserem Nächsten, dem Letzten, behaupten, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, in letzter Zeit gefällt er mir nicht so sehr. Deswegen gehen wir mal ganz schnell weiter. Ich nenne Ihnen jetzt alle diejenigen, von denen ich Bilder gefunden habe. Das hier ist der Severin, der soll durch himmlische Zeichen vom Tod des heiligen Martin von Tours erfahren haben. Das ist sicher nicht jedem Kölner bekannt, aber das Fringsfehl, das nach eben Severin benannt wurde und nicht etwa nach Kardinal Frings, das kennen alle. Und dann kommen wir zum Evergisel. Der Evergisel 590 wurde angeblich durch Staub aus dem Brunnen von St. Gerion von Kopfschmerzen geheilt. Ich weiß nicht, ob das inzwischen noch mal jemand probiert hat, ob das geklappt hat. Ich kann also nicht dafür garantieren. Jetzt gehen wir mal zum Bischof Kunibert. 600 bis 664 hat dieser Mann gelebt und er war Regent während der Unmündigkeit des merowingischen Königs Sigibert. Da können Sie schon mal sehen, dass Köln zu dieser Zeit doch eine wichtige Stadt gewesen ist, wenn dem dortigen Bischof derartige Funktionen zugetraut wurden. Dieser Bischof hier heißt nämlich Agilolf und er hat einen Falken in der Hand und dazu gibt es eine schöne Sage. Ein Ritter wurde, bezweifelte nämlich nach Agilolfs Tod, der heilig gesprochen wurde, ob der wirklich heilig gewesen sei. Und er sagte, also dieser Mann war so wenig ein Heiliger, wie mein Jagdfalke singen kann. Und siehe da, der Falke begann zu singen und damit galt Agilolfs Heiligkeit als bewiesen. Der Hildebold wird mit der Äbtissin Ida gemeinsam dargestellt, weil die beiden sich wohl sehr gerne hatten. Er ist ein wichtiger Berater Karls des Großen gewesen. Allerdings den alten Dom hat er nicht gebaut, obwohl der Hildebold-Dom genannt wurde. Und er steht gemeinsam mit der Äbtissin Ida an dem wunderschönen neuen Rathaus in Köln. Und hier sehen wir jetzt einen ganz bedeutenden Mann, der auch charakterlich hervorragend war, was man leider nicht von allen Kölner Erzbischöfen behaupten kann. Das heißt, er war nämlich der Bruder von Kaiser Otto dem Großen. Er war diesem immer treu. Seine Eltern bestimmten ihn als Kleinkind zum geistlichen Stand und ließen ihn die Domschule in Utrecht besuchen. Und da hat er offensichtlich von früh bis spät gebüffelt, denn man zählte ihn zu den gebildetsten Männern des ganzen Reiches. Er war erst 15 Jahre alt, als sein Bruder Otto ihn zum Reichskanzler berief. 953 wurde er Erzbischof von Köln. Da war er also auch erst 28 Jahre alt und das ist ein ziemlich jugendliches Alter dafür. Bruno war ein hoch angesehener Politiker, sehr fromm und trotz seiner Hochbegabung persönlich bescheiden. Und er war seinem kaiserlichen Bruder sein Leben lang treu ergeben. Und wir werden noch sehen, dass spätere Erzbischöfe das leider ganz anders hielten. Dies ist Gero. 900 bis 976, und Sie kennen ihn daher, dass er das berühmte Gero-Kreuz im Dom gestiftet hat. Und er brachte die Prinzessin Theophanu
als Braut für Otto II. Nach Deutschland. Dann sehen wir Evergeer, der 999 starb und er ließ Kaiserin Theophanu in St. Pantaleon bestatten. Jetzt haben wir Heribert, der erbaute die Pfalzkapelle am Dom. Und das ist der rechte und auf der linken Seite ist Bruno der Erste. Hermann, 995 bis 1056, wird der Edle genannt. Und er war Sohn des Pfalzgrafen Etzo von Lothringen und Mathilde von Sachsen. Und die ist wiederum eine Tochter von Kaiser Otto und der Kaiserin Theophanu. Sie können also sehen, dass die Erzbischöfe der damaligen Zeit zu den wichtigsten Dynastien in Deutschland gehörten. Seine Schwester Königin Richeza lebte in Polen. Die Theophanu war Äbtissin in Essen und Mathilde war Äbtissin in Wielich und Dietkirchen. Es gab natürlich noch weitere fähige oder doch wenigstens unschädliche Kölner Kirchenfürsten. Da diese aber meistens schon von ihren Biografen, klerikalen Schreibern, wie ich bemerken muss, über den grünen Klee und auch über ihre tatsächlichen Verdienste hinaus gelobt worden sind, brauche ich in diesen Chor nicht einzustimmen. Sie finden es sicher interessanter, von den Erzbischöfen zu hören, die sich mit den Kölner Bürgern absolut nicht verstanden und diese oft und auf brutale Art zur Unterwerfung zwingen wollten. Fangen wir also mit dem vielgerühmten, für mich eher berüchtigten Erzbischof Anno des Zweiten an. Da haben wir ihn, der von 1056 bis 1075 den Bischofsstab schwang. Er ist in Altsteußlingen, das ist im Süden Deutschlands an der Donau, geboren und wurde mit 46 Jahren im Jahr 1056 Erzbischof. Hier ist er abgebildet mit den Modellen der Klöster, die er gestiftet hat. Auch wenn er 8 Jahre nach seinem Tod heilig gesprochen wurde, ich kann Anno nicht leiden. Diesem Schwaben ging die gemütliche Sparsamkeit seines Volksstamms sowie dessen hintergründiger Humor völlig ab. Dass er sich nicht aufführte, wie wir uns heute einen guten Bischof vorstellen, sondern das Machtgehabe seiner Zeit praktizierte, kann man ihm nicht verdenken. Dass er Nepotismus übelster Sorte betrieb, nun ja, er hatte eben Familiensinn. Aber Anno hatte klar kriminelle Tendenzen. Er entführte den Thronerben Heinrich, später Kaiser Heinrich IV., Sie wissen schon, Canossa, aus der Obhut seiner Mutter, entwendete dieser auch noch die Reichsinsignien und, man höre und staune, er schämte sich nicht, nächtlings die Reliquien des heiligen Mauritius zu stehlen und damit die von ihm gegründete Siegburger Abtei zu beschenken. Wenn man allerdings weiß, wie wundersam diese Mauritius-Reliquien vermehrt worden waren, so dass man mehrere Heilige daraus zusammensetzen könnte, dann wollen wir über diesen Diebstahl großzügig hinwegsehen. Aber wie er mit den Kölner Bürgern, zu denen meine Vorfahren zählen, umging, das werde ich ihm nie verzeihen. Annos Karriere als Geistlicher begann schon sehr eigenartig. Als er etwa 11 Jahre alt war, ging sein Onkel Heimo, ein Bamberger Kanoniker, heimlich, also wohl ohne Wissen der Eltern, mit ihm auf und davon und brachte ihn in eine Bamberger Stiftsschule. Das sind schon merkwürdige Sitten in dieser Familie. Aber er wurde ein fleißiger Schüler, Student und schließlich Domscholastiker. Und er machte Karriere. Als Kaiser Heinrich III. 3 miteinander rivalisierende Päpste kurzerhand absetzte und den Bamberger Bischof Suidger zum Papst ernannte, als Clemens II., da lernte er Anno kennen und nahm ihn in die Hofkapelle und später als seinen Beichtvater auf. Ein sehr strenger Beichtvater. Er erlegte dem Kaiser einmal die Buße auf, 33 Pfund Silber an Arme zu zahlen. Das war eine gewaltige Summe. Schade, dass wir nicht wissen, was der Kaiser angestellt hatte. Vielleicht geflucht, Fleisch statt Fisch gegessen? Oder Gott behüte, gar an einem verbotenen Tag zärtlichen Umgang mit der Kaiserin gepflogen? Jedenfalls lobte der Kaiser ihn fort und setzte ihn 1056 auf den Kölner Bischofsthron, den sonst meist Angehörige des hohen und höchsten Adels bestiegen. Aber noch im gleichen Jahr starb der starke und tatkräftige Kaiser Heinrich ganz unerwartet mit knapp 39 Jahren. Sein einziger Sohn Heinrich zählte noch nicht einmal 6 Jahre. Die Kaiserin war eine fromme Frau, aber nicht zur Herrscherin geboren. Ich will jetzt nicht ungerecht gegen Anno sein. Ich nehme ihn schon ab, dass er, der Erzbischof, Reichsverweser und Erzkanzler Italiens, sich Sorgen um das Reich machte, nachdem die nächsten Jahre zunehmende Unordnung brachten.
Aber die Mittel, mit denen er wieder Ordnung schaffen wollte, sind in meinen Augen völlig unangemessen. Heute würde er dafür hinter schwedische Gardinen wandern. Der junge König Heinrich war inzwischen 11 Jahre alt geworden und interessierte sich sehr für Schiffe. Anno fuhr also im Frühjahr 1062 den Rhein hinab nach Kaiserswerth und besuchte die kaiserliche Familie, gab sich freundlich und leutselig, speiste üppig mit ihnen und lud dann hinterlistig Heinrich ein, sich das Prachtschiff einmal anzusehen. Welcher Junge wäre da nicht begeistert gewesen? Aber kaum war er an Bord, begannen die Ruderer ihre Arbeit und das Schiff fuhr los. Als Heinrich das begriff, sprang er mutig über Bord, um zurückzuschwimmen, wurde aber von Graf Egbert von Meißen aus dem Wasser gezogen und als Gefangener nach Köln geschafft. Es gelang Anno auch der Kaiserin, ich habe es schon bemerkt, die Reichsinsignien zu entwenden. Damit hatte Anno die Symbole der Macht sowie den unmündigen König in seiner Hand und regierte das Reich nach seinem Gutdünken. Er verschaffte seine näheren und weiteren Verwandtschaft üppige Pfründen. Onkel Heimo wurde Papst von Mariengraden, Neffe Burchard, Bischof von Halberstadt, bei einem Aufstand 1088 wurde er übrigens getötet. Bruder Werner wurde Erzbischof von Magdeburg, wurde bei der Schlacht von Melrichstadt 1078 auf der Flucht erschlagen. Die Nichte Jutta wurde Äbtissin des Kölner Zizilienstifts. Seine Neffen Kuno von Pfullingen, den er bereits zum Kölner Dompropst gemacht hatte, bestimmte er zum Erzbischof von Trier. Das erbitterte die Trierer Bürger und Ministerialen, die sich übergangen fühlten. Um ihrem Widerstand zu begegnen, befahl Anno dem Bischof Einhard von Katzenellenbogen, Kuno bewaffnet zu begleiten. Sie schlugen am 17. Mai 1066 bei Bitburg ihr Nachtlager auf. Aber am nächsten Morgen wurden sie vom Grafen Theoderich, der Vogt von Trier war, mit seinen Leuten überfallen. Einhard wurde ausgeraubt und Kuno nach Burg Urzig gebracht und eingekerkert. Vermutlich wurden Verhandlungen mit Anno geführt, welche scheiterten, denn nach 2 Wochen erging der Befehl, Kuno zu ermorden. Er wurde 3-mal von einem Vorsprung bei der Burg gestürzt und lebte noch immer. Darauf wurde er enthauptet. Seine Mörder wurden zwar exkommuniziert, aber das war's auch schon. Da begriff Anno, wie unbeliebt er war, dass seine große Zeit vorbei war und er keine Helfer finden würde. Von der großen Politik musste er sich wohl verabschieden und sich auf Köln beschränken. Die deutschen Kirchenfürsten übten wachsenden Druck auf Anno aus. Er musste seinen Gegner, Erzbischof Adalbert von Bremen, in die Erziehung des jungen Königs mit einbeziehen. Leider ging das Gerücht, dass Adalbert den Knaben zu allerlei Lastern verführte, was auch immer damit gemeint war. Jedenfalls war die Erziehung des jungen Königs gründlich daneben gegangen. Nachdem er so früh den Vater verloren hatte, der Mutter entrissen und von einem äußerst strengen Vormund, nämlich Anno, bevormundet worden war. Zum Glück geht jede unglückliche Kindheit einmal zu Ende. Heinrich wurde im Jahr 1065 mündig und das Fest seiner Schwertleite sollte gefeiert werden. Kaum war ihm sein Schwert feierlich überrascht worden, wandte er sich blass vor Zorn und Rachsucht gegen den verabscheuten Anno, um ihn zu durchbohren. Der markerschütternde Entsetzensschrei seiner Mutter Agnes hielt ihn aber doch zurück. Nach seiner Mündigkeit legte der junge König Heinrich wenig Wert auf den Kontakt mit Erzbischof Anno. Wen wundert es? Der Kölner hat damit viel von seinem Einfluss verloren. Nur in Köln setzte sich mit gewohnter Rücksichtslosigkeit durch. 1074 hatte Anno zu Ostern Besuch des Bischofs von Münster. Dieser Herr wollte bequem nach Hause reisen. Das war für Anno kein Problem. Eine angenehme Fahrt über das Wasser, das wäre doch das Richtige. Zwar besaß Anno selbst kein Schiff, aber die Kölner Bürger hatten ja welche. Also schickte seine Diener in den Hafen, sie sollten das komfortabelste Schiff aussuchen. Ihre Wahl fiel auf das Schiff eines Händlers, dessen Gehilfen gerade die Ware verluden. Diese wollten dem Befehl, das Schiff augenblicklich zu räumen, nicht folgen. Da warfen die Diener des Erzbischofs die Ware kurzerhand über Bord und bedrohten die Schiffsmannschaft. Die Männer des Händlers rannten zu ihrem Herrn. Der schickte sofort seinen Sohn mit allen Männern, die sich rasch auftreiben ließen, zum Schiff. Dort jagten sie die Erzbischöflichen fort. Anno wurde darüber sehr zornig und drohte, die jungen Leute würden am nächsten Gerichtstag schon sehen, welche harten Strafen er sich für sie ausdenken wollte. Das brachte die Kölner Bürger in hellen Zorn. Ständig forderte der Erzbischof von ihnen Abgaben und Dienste, dass er aber auch noch ohne die geringsten Bedenken auf ihr Eigentum zugriff und sie dazu bedrohte, weil sie es verteidigten. Das brachte den Krug endgültig zum Überlaufen. Welches Recht maßte er sich an?
hielt er sie für seine Sklaven. Eine wütende Menschenmenge stürmte zum Palast des Erzbischofs und plünderte diesen. Ein Kleriker wurde für Anno gehalten und erschlagen. Schließlich merkten die Aufständischen, dass der Dom zugesperrt war, Anno also wohl dorthin geflüchtet war. Sie versuchten, die Mauer zu durchbrechen und Feuer zu legen. Aber der Erzbischof hatte sich verkleidet und war entflohen. Durch mehrere Türen und Gänge war er schließlich durch eine kleine Pforte in der Stadtmauer entwichen. Sofort wurden Maßnahmen getroffen, die Stadt zu verteidigen. Boten ritten zu König Heinrich, er möge kommen und die Stadt besetzen. Aber Anno stand schon nach 3 Tagen mit einer mächtigen Kriegerschar vor den Toren der Stadt. Den Aufständischen blieb nichts anderes übrig, als sich zu ergeben, die Tore zu öffnen und sich zur Buße bereit zu erklären. Anno feierte eine Messe in St. Georg und befahl die Bürger zur Genugtuung. Diese gehorchten, kamen als Büßer, barfuß und im Hemd. Sie hofften, mit dieser demütigen Kundgebung eine Versöhnung zu erreichen. Aber Anno musterte sie lange mit finsterer Miene und erklärte dann, sie hätten am folgenden Tag im Dom ihre Buße entgegenzunehmen. Das verhieß nichts Gutes. Etwa 600 der reichsten Kaufleute flohen in der Nacht mit ihren Familien aus der Stadt. Sie wollten zum König, dem sie in seiner schlimmen Jugendzeit tröstend beigestanden hatten, um ihn um Hilfe zu bitten. Anno schleuderte den Kirchenbann hinter ihnen her und ließ sie durch seine Truppen verfolgen und umbringen, wenn sie geschnappt wurden. Andere Bürger hofften, es werde nicht so schlimm kommen. Oder sie hätten sich ja nichts zu Schulden kommen lassen und darum nichts zu befürchten. Einer Buße brauchten sie sich darum nicht zu stellen. So vergingen 3 Tage und die zurückgebliebenen Bürger atmeten schon auf. Aber dann schlug Anno brutal zu. Seine Ritter überfielen und plünderten die Häuser, erschlugen die Bürger oder nahmen sie gefangen, ließen den Kaufmannssohn, der das Schiff seines Vaters verteidigt hatte, blenden. Andere stäupen, was nicht nur eine äußerst schmerzhafte, sondern auch unehrenhafte Strafe war. Allen Bürgern aber wurden hohe Geldstrafen auferlegt und sie mussten einen Eid ablegen, dass sie in Zukunft die Stadt für den Erzbischof verteidigen und ihre geflohenen Mitbürger als Feinde verfolgen würden, bis diese Anno ihre Buße geleistet hätten. Die Hilfe des Königs ließ auf sich warten, denn er weilte in Süddeutschland und bereitete sich gerade auf einen Feldzug nach Ungarn vor. Aber als das Gerücht aufkam, Anno habe den englischen König, das war damals Wilhelm der Eroberer, ermuntert, mit einem großen Heer ins Reich zu marschieren und den Königssitz Aachen zu erobern, kam Heinrich in Eilmärschen ins Rheinland. Anno begab sich schleunigst nach Andernach, um sich durch Eid von den Vorwürfen zu reinigen. Für uns moderne Menschen kaum vorstellbar, aber im Mittelalter galt ein geleisteter Eid als Wahrheitsbeweis. Sogar ich hätte Anno in diesem Fall geglaubt. Was hätte er davon gehabt, einen starken König und klugen Feldherrn in seine Nähe zu holen? Anno war ja nicht dumm. Heinrich erkannte den Reinigungseid in diesem Fall also an. Aber er hatte ja reichlich Zorn gegen Anno angesammelt. Und so zog er also nach Köln weiter. Der Chronist Lampert von Hersfeld, ein Schüler Annos und Gegner Heinrichs IV., vermutet, der König habe die Bestrafung der Kölner Bürger als Vorwand benutzt, Anno entweder durch einen Aufstand aus Köln zu vertreiben oder ihn wegen verleumderischer Unterdrückung Unschuldiger eines Majestätsverbrechens zu bezichtigen. Zitat aus der Chronik zur Geschichte der Stadt Köln. Anno zerreißt alle Listen der Kläger durch die Wahrheit und den Ernst seiner Aussagen wie Spinngewebe. Als der König sieht, dass er ihm nicht beikommen kann, verlangt er von ihm nicht durch Bitten, sondern gleichsam durch Befehl, dass er den Kölnern verzeihe und die Gebannten wieder mit der Kirche versöhne. Ferner, dass er zur Sicherheit seiner Treue ihm 6 seiner Ritter als Geiseln stelle. Beides verweigert Anno mit großer Beharrlichkeit. Letztendlich habe der König Anno geglaubt, ihn seiner Freundschaft versichert und sei nach Aachen abgezogen, um es gegen die Engländer zu schützen. Eine eigenartige Darstellung und nicht besonders schlüssig. Es ist allerdings zu bedenken, dass Lampert dies erst 1078-79 geschrieben hat. Da war Anno bereits tot. Und Heinrich hatte gerade den bitteren Gang nach Canossa hinter sich. Es war also billig, den einen zu bejubeln und den anderen als Tölpel darzustellen. Niemand hinderte Anno, seine rigorose Herrschaft über Köln fortzusetzen. In seiner Lebensbeschreibung Vita Annonis heißt es, er hat es auch sehr mit Sitte und Moral. So ließ er einige Männer, die bei nächtlicher Unzucht aufgegriffen wurden,
öffentlich stäupen, also am Pfahl verprügeln. Einem Priester befahl der Erzbischof, die ganze Nacht auf den Straßen nach solch schrecklichen Vergehen zu suchen. Dort heißt es weiter, Anno lässt auch einige Dirnen vor sich kommen, schilt sie, begütigt sie mit Geschenken und bringt sie entweder zum Gelübde der Keuschheit oder zu einer ehrenhaften Ehe. Geschenke? Keuschheit? Ehrenhafte Ehe? Angeblich soll er sogar weinend den Hübschlerinnen die Füße gewaschen haben. Wie schön, dass Anno, der die unzüchtigen Männer stäupen ließ, den Hübschlerinnen solch christliche Liebe erwies, obwohl sie vermutlich der Gegenstand besagter Unzucht gewesen waren. Ich könnte mir noch weitere Personen vorstellen, deren Füße man auch hätte waschen können. Arme Witwen und Waisen beispielsweise. Darüber habe ich allerdings keine Berichte finden können. In seiner Vita findet sich noch ein weiteres Beispiel für den Eifer des erzbischöflichen Seelenhirten. Bei einem seiner nächtlichen Besuche in der Kirche St. Ursula, was hat er dort nachts eigentlich zu suchen, fand er eine der Schwestern in reuiger Verzweiflung vor, weil sie ein Kind erwartete. Anno ließ sie beichten und gab sie einem seiner Ministerialen in Obhut bis zur Geburt des Kindes. Er sollte aber das Geheimnis wahren und Mutter und Kind zurückgeben. So geschah es. Die Mutter kehrte an ihren Platz im Kloster zurück. Das Kind wurde, so heißt es, anderweitig untergebracht. Von einer Strafe für diese Sünderin ist nicht die Rede. Schade, dass er sie nicht von ihrem Gelübde entbunden und mit einem freundlichen Mann verheiratet hat. Als im Jahr nach der Flucht der Kaufleute das Osterfest kam, war Köln nicht wiederzuerkennen. Die Stadt lag still und öde da. Kein geschäftiges Treiben mehr. Anno hatte inzwischen gemerkt, dass er selbst seine Steuerquelle ziemlich ausgetrocknet hatte. Dazu kam, dass er schwer erkrankt war und sein Ende nahen fühlte. Er hob also den Bannspruch auf und erstattete den Rückkehrern ihren konfiszierten Besitz zurück. Anno starb am 4. Dezember 1075 nach langen Qualen, nachdem er seinen Schuldnern vergeben und selbst um Vergebung seiner Sünden gebeten hatte. Da er aber noch immer den Kölnern grollte, hatte er bestimmt, dass sein Leichnam nicht, wie früher festgelegt, in St. Maria ad Gradus, sondern in seiner bevorzugten Abtei Siegburg bestattet werden sollte. Natürlich gerieten sich die Vorsteher dieser beiden Kirchen deswegen in die Haare, denn der Besitz einer interessanten Leiche brachte immer Vorteile, vor allem finanzieller Art. Aber der Abt setzte sich durch. Anno erhielt einen tagelang dauernden Trauerzug nach Siegburg unter hohen Feierlichkeiten und wurde 1083 heilig gesprochen. Ja, meinen Sie jetzt etwa, ich hätte diesen Heiligen doch sehr kritisch geschildert? Da haben Sie recht. Aber die zeitgenössischen Urteile, wo er viel besser wegkommt, sind von Klerikern verfasst, die sowieso auf seiner Seite standen und ganz gewiss nicht unparteiisch urteilten. Ich habe versucht, das auszugleichen und die Ansicht der Kölner Bürger wiederzugeben. Sie haben Anno sicher nicht als Heiligen gesehen, denn Ihnen und dem jungen König Heinrich hat er kein Heil gebracht. Jetzt kommen wir zu dem Nächsten, Friedrich von Schwarzenburg. Auch er war ein Fremder für die Kölner Bürger. Der älteste Sohn des Grafen Berthold von Schwarzenburg aus dem Haus der Grafen von Diessen, die ihrerseits von den Herzögen von Bayern abstammten. Er hatte nichts von der Strenge und der brutalen Kraft des Erzbischofs Anno. Aber an Machthunger stand er diesem nicht nach und an völliger Bedenkenlosigkeit auch nicht. Er missbrauchte das Vertrauen des Kaisers Heinrichs IV., indem er als dessen Gesandter zu dem Sohn Heinrich nur scheinbar eine friedliche Lösung des Konflikts zwischen Vater und Sohn anstrebte, sich aber bereits heimlich mit dem jungen Heinrich gegen den alten Heinrich, nämlich den Kaiser, verbündete. Was heißt das schon Treue? Und Vertrauensmissbrauch, wer auf die richtige Karte setzt, zählt eben zu den Gewinnern. Und Friedrich setzte auf den zukünftigen Heinrich V. Er stand damit allerdings gegen die Kölner Bürger, die sich dem Kaiser seit jeher verbunden fühlten und ihm die Treue hielten. Im Dezember 1105 nahm der junge Heinrich seinen Vater gefangen. Auf einem Fürstentreffen in Ingelheim zwang er ihn, auf seinen Thron zu verzichten. Sieh an! Erzbischof Friedrich von Köln stand an der Seite des rebellischen Sohnes und er versuchte, dem Kaiser seine Krone vom Kopf zu reißen. Vergeblich versuchte der Kaiser, seinen Sohn an Kindespflicht und Ehrenhaftigkeit, auch an die Gefährdung des kaiserlichen Ansehens zu erinnern. Schließlich verzichtete er auf sein Kaisertum. Er täuschte seine Wachen während der Gefangenschaft in der nächsten Zeit durch scheinbare völlige Mutlosigkeit
Bei der ersten Gelegenheit aber entfloh er aus der Haft und schlug sich zu seiner treuen Stadt Köln durch. Nachdem die Kölner ihn mit Soldaten und Geld versorgt hatten, reiste er weiter nach Lüttich, um von dort aus den Kampf gegen seinen Sohn aufzunehmen. Im März 1106 lud Erzbischof Friedrich den jungen König Heinrich ein, mit ihm den Palmsonntag in Köln zu feiern. Die Kölner aber schmähten den König, den Vaterverräter. Zornig ritt Heinrich von dannen. Nach dessen Abreise vertrieb der Kaiser den untreuen Erzbischof aus Köln und erlaubte den Kölner Bürgern, ihre Stadtbefestigung ganz bedeutend zu erweitern und zu verstärken, damit sie sich verteidigen könnten, wenn sie angegriffen würden, womit leider zu rechnen war. Bei den Arbeiten zu dem Festungsbau fanden sich zahlreiche Knochen. Sie wurden unverzüglich der heiligen Ursula und ihren angeblich 11.000 Gefährtinnen zugeschrieben, die der Sage nach im 4. Jahrhundert hier von den Hunnen ermordet wurden. Tja, was sollten die Kölner mit dieser Unzahl von Reliquien? In christlicher Bescheidenheit verkauften sie sie an Klöster, Kirchen und Städte und bezahlten mit dem sehr ansehnlichen Erlös die Baukosten ihrer Befestigung. Man kann also mit Recht sagen, dass die heilige Ursula für den Schutz ihrer Stadt sorgte. Die Kölner hatten gut daran getan, sich mit dem Mauerbau aufs Äußerste zu eilen. Denn schon im Juni 1106 stand der junge König Heinrich mit einem Heer vor ihren Toren. Er traute seinen Augen nicht, als er die völlig veränderten Stadtmauern sah und konnte Köln trotz aller Anstrengungen nicht einnehmen. Den Kölnern fehlte die Gabe ihres Erzbischofs, den Sieger vorauszuahnen und sich rechtzeitig auf dessen Seite zu stellen. Ihre Treue zum Kaiser konnte dieser ihnen nicht belohnen, denn er starb ganz unvermutet in Lüttich. Tja, was tun? Die Kölner griffen tief in den Stadtsäckel und boten dem jungen König 6.000 Pfund Silber, damit die Belagerung aufgäbe. Dieser zierte sich zuerst ein wenig, nahm aber schließlich das Geld und zog ab. Auch 1114 trat der Kölner Erzbischof rechtzeitig auf die Seite der Sieger, diesmal gegen Heinrich V. Was macht es? Sein Einfluss stieg. Er baute mehrere Befestigungen in Westfalen und am Rhein und sah sich als einflussreichsten Fürsten. Als nach Heinrichs V. kinderlosen Tod 1125 ein neuer König gewählt werden sollte und Friedrich von Schwaben, der Neffe des verstorbenen Kaisers, diesen beerben wollte, da betätigte sich der Kölner Erzbischof wieder als Königsmacher und machte seinen Einfluss für Lothar von Suppenburg geltend, einen Sachsen also. Abermals hatte er auf den Sieger gesetzt. Die Kölner Bürger waren ihm nicht mehr so hoffnungslos unterlegen wie seinerzeit dem Erzbischof Anno. Sie hatten ohne Zustimmung Friedrichs ihre Stadtmauern gewaltig verstärkt und geheime Verhandlungen mit niederrheinischen Fürsten geführt. Das Wort Freiheit wurde in vielen Häusern hinter vorgehaltener Hand geflüstert. Sie erschraken nicht schlecht, als Erzbischof Friedrich sie plötzlich wissen ließ, ihre Verschwörung sei ihm bekannt und er gedenke, sich an deren Spitze zu setzen. Da hielten die Kölner es doch für geraten, schleunigst mit ihrem Stadtherrn gemeinsame Sache zu machen. Im Übrigen hielten sie sich in der nächsten Zeit bedeckt und warteten auf die Zukunft, wo sie vielleicht einem Erzbischof einmal Pari bieten konnten. Friedrich starb am 25. Oktober 1131 auf seinem Schloss Wolkenburg im Siebengebirge. So, hier haben wir Arnold II. Von Wied, 1098 bis 1156. Er ließ Kölner Ratsherren willkürlich in den Kerker werfen, weil er sich darüber geärgert hatte, dass sie Handwerker bei der Stadtbefestigung beschäftigt hatten, die Arnold für einen Luxusbau brauchte. Die Kölner überlisteten ihn jedoch und zwangen ihn, die Gefangenen wieder freizugeben. Und nun einige Worte über meinen speziellen Liebling unter den Kölner Erzbischöfen. Es ist Reinald von Dassel, um 1120 geboren, am 14.08.1167 in Rom gestorben, nachdem er 8 Jahre lang Erzbischof unserer heiligen Stadt gewesen war. Jeder Kölner weiß, dass Reinald die Gebeine der heiligen drei Könige aus Mailand nach Köln gebracht hat. Und die meisten Kölner wissen auch, dass ihre Stadt diesem Umstand einen gewaltigen Aufschwung und Reichtum verdankt. Es gab nämlich zu allen Zeiten einige ganz wenige Wallfahrtsorte von höchster Bedeutung. Das waren Jerusalem, Rom und Santiago de Compostela. Alle drei waren viele, viele Tagereisen weit im Süden entfernt. Nun waren Wallfahrten aber nicht nur eine Angelegenheit der frommen Herzen, sondern auch eine Buße, die Beichtväter sehr gern bei größeren Sünden verhängten. Und für alle Nordlichter
gab es nun in Köln eine viel nähere Möglichkeit, ihre Sünden auf Altäre zu packen. Natürlich unter Hinterlassung demütiger Spenden. Dazu kamen Übernachtungskosten, Essen und Trinken musste schließlich jeder Pilger und Devotionalien gab es auch schon. Was für eine herrliche Einnahmequelle! Die Stadtväter waren schließlich alle Kaufleute. So viel zu den drei Königen. Daneben war Reinhard auch noch Kanzler für Italien und der treueste Ratgeber und Freund für Kaiser Friedrich I. Ich behaupte jetzt einfach mal, ohne Reinhard hätte es wohl nie einen Kaiser Rotbart Lobesam gegeben. Wenn Sie jetzt unbedingt mehr über diesen wirklich großen Kirchenfürsten wissen möchten, der sich durch menschliche Größe, bedingungslose Treue und Selbstlosigkeit auszeichnete, in meinem Buch »Der Münzmeister von Köln« wird er mit gebührender Ehrerbietung und Liebe geschildert. Das ist Philipp von Heinsberg, um 1130 geboren, am 13. August 1191 bei Neapel gestorben. Er war eine lange Zeit, 24 Jahre lang Erzbischof von Köln. Er war maßgeblich am tiefen Fall Heinrichs des Löwen beteiligt und ließ sich dafür mit Westfalen bezahlen. Sein Grabmal ist im Kölner Dom. Dies ist Bruno III. Von Berg, um 1140 geboren, um 1200 gestorben und nur kurze Zeit von 1191 bis 93 Erzbischof. Er war nämlich schon ein gebrechlicher Greis, als er zum Erzbischof gewählt wurde, dankte nach nur 2 Jahren ab. Sein Verwandter, Engelbert I. von Berg, 1185 oder 86 auf Schloss Burg geboren und am 7. November 1225 bei Gevelsberg ermordet. Erzbischof war er von 1216 bis 25. Es gibt so viel Literatur und auch zahlreiche im Volk kursierende Geschichten über diesen Erzbischof und sein schlimmes Ende, dass ich mir und Ihnen auch eine weitere Schilderung erspare. Neu ist vielleicht nur, dass Engelberts Tod nicht geplant war, sondern er entsprechend den Gepflogenheiten der Zeit hätte gefangen werden sollen. So diese Quelle steht bei Wikipedia über Engelbert I. Als Schuldigster unter den zahlreichen Tätern wurde Engelberts Neffe Friedrich von Isenberg angesehen. Am 14. November 1226 wurde Friedrich von Isenberg nach seiner Rückkehr von einer Romreise, wo er offenbar erfolgreich versucht hatte, den Papst von seiner Unschuld zu überzeugen, in Lüttich ergriffen. Er wurde von dem Grafen von Geldern ausgeliefert und anschließend in Köln gerädert. Der Verurteilte überlebte die äußerst qualvolle Räderung, übrigens um mindestens einen Tag. Jetzt kommen wir aber zu jemand, von dem Sie unbedingt etwas erfahren müssen. Das ist Konrad von Hochstaden, 1205 bis 61 und auch eine lange Zeit, nämlich von 1238 bis 61, Erzbischof unserer geliebten Stadt. Ich finde seinen Werdegang einfach skandalös. Er war ein Sohn des Grafen Lothar von Aare Hochstaden und wurde schon 1216 Pfarrer in Wevelinghofen. Da war er gerade mal 11 Jahre alt. Und ich bezweifle, dass er als Seelsorger gewirkt hat. Später war er dann Domkanoniker und Propst von St. Maria ad Gradus. Posten, die alle ein schönes Einkommen garantierten, ohne dass er dafür etwas leisten musste. Damit das noch üppiger ausfiel, ließ er sich auch noch das Amt des Dompropstes übertragen. Dabei gab es schon einen Mann auf diesem Posten, der ihn zu Recht für einen Eindringling hielt und das Propsteihaus nicht räumen wollte. Nun stellen Sie sich vor, Konrad schaffte es doch tatsächlich, dass sein Widersacher gebannt wurde. Wieso und mit welchem Recht, habe ich leider nicht ergründen können. Der klagte daraufhin vor der Kurie. Konrad wurde nach Rom vorgeladen, hielt es aber nicht für nötig, dort auch zu erscheinen. Also entschied der Papst, der bisherige Dompropst sei wieder einzusetzen. Er sollte von seinen Abgesandten wieder installiert werden, was Konrad natürlich nicht passte. Er drang also mit ein paar Männern in den feierlichen Gottesdienst im Dom und zerrte den armen Dompropst an den Haaren heraus. Dann setzten sie ihn gefangen, brachen auch noch in sein Haus ein und plünderten es. Wenn das nicht skandalös ist, was ist es denn dann? Der Papst hat Konrad und seine Helfer zwar exkommuniziert und das Interdikt über seine Aufenthaltsorte verdrängt, viel heiße Luft, denn weiter geschah nichts. Aber dann wurde Konrad zum Erzbischof gewählt und ließ großzügig den alten Dompropst auf seinen Posten zurückkehren. Die Jahre kurz vor Konrads Wahl waren für die Kölner Bürger höchst unsicher. Kaiser Friedrich II.
hatte seinen Sohn als Heinrich VII. Zum König gemacht und ließ ihn in Deutschland Regieren üben. Das klappte aber nicht, weil die Fürsten den noch sehr jungen Mann unter Druck setzten, ihnen Privilegien zu gewähren, die auf Kosten der hohenstaufischen Familie, des Reichs, aber leider auch auf Kosten der Bürger gingen. Im Januar 1231 entschied er, dass in keiner Stadt die Bürger Einungen, Eidgenossenschaften und Bündnisse schließen dürfen und auch der König ohne Zustimmung ihrer Stadtherren dies nicht gestatten darf, wie er es bis dahin oft getan hat. Zeuge dieser für die Fürsten so schönen Regelung, der damalige Kölner Erzbischof Heinrich von Müllenark. Schon im Mai stellte Heinrich natürlich wieder auf Druck der Fürsten das große Statutum in Favorum Principum aus, nachdem der König einen großen Teil seiner Rechte auf die Fürsten überträgt, die Hoheit über Gericht, Geleit, Münze und Zoll, Burgen und Städtebau wurde den Landesherren verbrieft. Den Bürgern wurde ausdrücklich versagt, sich gegen diese fürstliche Territorialbildung zu wehren. Durch Markt- und Straßenzwang und durch Aufnahme adeliger und kirchlicher Eigenleute oder außerhalb der Stadt wohnender Pfahlbürger in die bürgerliche Rechtsgemeinschaft. Nun könnte man sich denken, dass Kaiser Friedrich seinem unerfahrenen Sohn auf die Finger gehauen hätte. Aber nein, er bestätigte Ende des Jahres auf dem Reichstag in Ravenna diese neuen Regelungen und verbietet darüber hinaus auch noch allen deutschen Städten eigenmächtig Stadträte und Bürgermeister einzusetzen, Innungen, Bruderschaften und Zünfte zu bilden, kurz sich selbst Verwaltungsorgane zu schaffen. Wenigstens konnten die Kölner im Januar 1131 noch erreichen, dass König Heinrich erklärte, dass die Schöffen und Bürger von Köln nicht für Schulden oder Zusagen eines Kölner Erzbischofs haftbar sind. Das war außerordentlich wichtig. Denn Erzbischof Heinrich von Müllenark litt an Großmannssucht und machte gewaltige Schulden, um Krieg gegen den Herzog von Limburg zu führen. Nicht nur die Kölner Bürger waren dadurch äußerst beunruhigt. Auch das Kölner Domkapitel hatte große Angst, für die Schulden des Erzbischofs haftbar gemacht zu werden. Es musste etwas geschehen. Und es geschah etwas. Heinrich von Müllenark erhielt von Papst Gregor IX. Eine Mitteilung, da er eines unwürdigen Lebenswandels bezichtigt werde, und zwar Sünden gegen die Sittlichkeit sowie Geldverschwendung, werde eine Untersuchung gegen ihn stattfinden, ob er nicht lieber auf sein Amt verzichten möchte. Heinrich ahnte, woher diese Beschuldigung stammte. Er rächte sich mit seinen Mitteln, Suspension und Exkommunikation. Aber der Papst verbot ihm dies und teilte dem Domkapitel mit, dass es nicht für Heinrichs Schulden zu haften habe. Es gab nun 2 Jahre lang ein Gezerre zwischen Papst und Erzbischof mit gegenseitigen Beschuldigungen. Trotz mehreren Bannsprüchen und fortlaufender Untersuchungen gegen ihn regierte Heinrich von Müllenark bis zu seinem Tode am 26. März 1238. Dies war die Situation, als Konrad von Hochstaden den erzbischöflichen Stuhl bestieg. Da er noch nicht einmal zum Priester geweiht worden war, dauerte es noch 6 Jahre, bis er die volle Erzbischofswürde erhielt. Nicht, dass dies ihn auch nur im Geringsten angefochten hätte. Nach Wikipedia war Konrad ein Blutsverwandter der Hohenstaufen. Dazu muss ich sagen, ich habe die Ahnentafel von Friedrich Barbarossa über 5 Generationen überprüft und die von Konrad dazu. Ich habe keinerlei Verwandtschaft entdecken können. Und jetzt kommt, was jeden Kölner in tiefster Seele schmerzte. Als teuren Gunstbeweis genehmigte der Kaiser dem Kölner Erzbischof die Erhebung des Bierpfennigs. Das ärgerte sämtliche Kölner maßlos, weil er ihnen ihr geliebtes Kölsch verteuert hatte. Allerdings hatte der Erzbischof ein paar Monate später großzügig die Bürger von dieser Akzise wieder befreit. Er verlangte nur die Hälfte der Einkünfte daraus für 3 Jahre. Im Voraus, versteht sich. Er brauchte nämlich ganz dringend Bargeld, wie immer. Und warum? Weil er die überaus hohen Schulden seines Vorgängers mitsamt dem Amt übernehmen musste. Darum reiste Konrad nach Rom und verglich sich mit den dortigen Bankiers wegen der Schulden seines Vorgängers. Woher hatte er aber genügend Geld dafür? Die Bierakzise hat wohl kaum ausgereicht. Es hieß, der Papst selbst habe Konrad finanziell unter die Arme gegriffen und ihn damit der kaiserlichen Partei abspenstig gemacht.
Erzbischof Konrad von Hochstaden vergaß die Treue, die er den Hohenstaufen schuldete, und stellte sich auf die Seite des Papstes, als dieser endgültig mit dem Kaiser Friedrich brach. Und warum das? Nun, Friedrich hatte seinen besonders geliebten Sohn Enzio mit der Erbin von Sardinien verheiratet und ihn dort zum König ernannt. Das ärgerte den Papst maßlos, weil er Sardinien als päpstliches Lehen beanspruchte, und er schleuderte den Bannfluch. Nicht allein gegen Kaiser Friedrich, sondern gleich gegen alle Deutschen. Und da er ebenfalls ein Deutscher war, auch gegen Erzbischof Konrad von Köln, obwohl dieser doch sein Schützling war. In Köln wunderte man sich. Warum sollte der Kaiser seinen Sohn nicht zum König machen? Das war doch eine familiäre Angelegenheit und ging den Papst gar nichts an. Was musste der Papst auch so landgierig sein? Er hatte doch keine Kinder, denen er es vererben konnte. Jedenfalls keine, von denen man wusste. Aber die Kirche hatte eben einen sehr großen Magen. Sie verschlang alles, was ihr vor die Zähne kam. Und dieser Papst Gregor hatte so gar nichts von einem guten Hirten an sich. Er hatte Kaiser Friedrich schon vor Jahren exkommuniziert, als dieser einen Kreuzzug wegen einer ernsthaften Erkrankung abbrach. Als Friedrich 2 Jahre darauf Jerusalem wieder in christlichen Besitz brachte und sich dort zum König krönte, jubelte der Papst da etwa und dankte Gott dafür. Aber nein, er tobte schon wieder, weil Friedrich die heilige Stadt nicht mit Waffengewalt und Strömen von Blut erobert hatte, sondern durch einen Vertrag mit dem Sultan. Die Kölner Bürger fanden es hingegen ausgesprochen klug und sozusagen kaufmännisch gedacht vom Kaiser, dass er nicht Menschen und Geld auf etwas verschwendete, was er auch durch Handel, nämlich Verhandlungen, gewinnen konnte. Da der Papst dies anders sah, fielen nun päpstliche Truppen in Friedrichs Königreich Sizilien ein. Ausgerechnet der Papst griff das Land eines Herrschers an, während dieser sich auf dem Kreuzzug befand, obwohl doch jedem Kreuzfahrer die Sicherung seines Eigentums gerade durch den Papst garantiert worden war. Das war verabscheuungswürdig und eine tödliche Sünde. Nur war niemand da, der den Papst hätte zur Rechenschaft ziehen können. Und gleich alle Deutschen miteinander zu bannen. Wie wollte man so etwas durchführen? Da verlor der Bannfluch doch viel von dem entsetzlichen Schrecken, den er noch vor 100 Jahren mit sich brachte. So dachte man in Köln. Wenn nur ihr Erzbischof nicht ständig Unruhe gebracht hätte. Im letzten Jahr hatte er sich mit seinem Mainzer Amtsbruder gegen den Kaiser verbündet. Und der Trierer hatte sich noch dazugesellt. Sie waren sich einig mit dem Papst, dass der unbotmäßige Kaiser Friedrich abgesetzt gehörte. Diese Ansicht teilten die Kölner überhaupt nicht. Außerdem wurden sie von den niederrheinischen Fürsten nachdrücklich aufgefordert, sich als treue Anhänger des Kaisers zu bewähren und sich damit gegen ihren Erzbischof zu stellen. Peinlich war nur, dass zum Beispiel Graf Wilhelm von Jülich sich bemüßigt fühlte, dem Kaiser seine Treue zu erweisen, indem er Erzbischof Konrad schädigte und dessen Gebiet bis in die Gegend von Bonn verwüstete. Dies gefiel nun wiederum den Kölner Bürgern ganz und gar nicht, weil das ja auch ihr Hinterland war und sich die Unruhen direkt vor ihrer Haustür abspielten. Konrad brauste auch gleich gegen den Feind los und schlug ihn zunächst in die Flucht. Aber das Kriegsglück ist launisch und wandte sich gegen Konrad. Er wurde von Graf Wilhelm gefangen genommen und auf Burg Niedecken eingesperrt. In Köln atmete man auf. Der Unruhestifter war außer Gefecht. Man konnte beruhigt wieder seinen Geschäften nachgehen, Ware verkaufen, eine Braut suchen, vielleicht auch wohltätige Werke vollbringen. Des Kaisers Sohn, König Konrad, kam nach Köln und wollte die Einnahmen des Erzbischofs beschlagnahmen. Aber wenn die Kölner auch diesen Konrad von Hohenstaufen viel lieber sahen als ihren gleichnamigen Erzbischof, das Geld wollten sie doch lieber nicht aus Köln herauslassen. Ganz freundlich und bescheiden konnten sie dem König klar machen, dass das nicht so ging. Jetzt verhandelte er mit dem Grafen von Jülich. Er solle ihm den Gefangenen ausliefern. Und das wolle sich auch etwas kosten lassen. Seine Boten ritten sofort nach Jülich. Der Graf ließ sie allerdings unverrichteter Dinge wieder abziehen. Aber das Ärgste kommt noch. Ein Anhänger von Erzbischof Konrad wollte doch tatsächlich den König entführen, um mit dieser Geisel den Erzbischof freizupressen.
Zum Glück hat der Rat aber rechtzeitig von diesem feinen Plan erfahren und den Mann schleunigst in den Turm geworfen. Kaiser Friedrichs Sohn in Köln entführt. Das hätte dieser den Kölnern sicher sehr übel genommen. Der Erzbischof blieb fast ein Jahr lang Gefangener des Grafen von Jülich. Nach langen Verhandlungen wurde er schließlich freigelassen, aber es kam ihm teuer zu stehen. In Köln munkelte man, er habe ein Lösegeld von 4.000 Mark, manche sprachen sogar von 5.000 Mark, zahlen müssen. Der Graf sollte vom Bann gelöst und das Interdikt über sein Land aufgehoben werden. Zudem musste der Erzbischof versprechen, sich mit dem Kaiser auszusöhnen. Der Graf von Jülich freute sich über diese Zugeständnisse. Die Frage war nur, wie ernst es dem Erzbischof mit seinen Versprechungen wohl sein mochte. Warum konnte Erzbischof Konrad nicht ruhig auf seinem Bischofsstuhl sitzen, weise Recht sprechen und sich um die Seelen seiner Schäfchen kümmern? War dies nicht die ihm von Gott zugedachte Aufgabe? Dieser Gedanke wäre Konrad nicht mal im Traum gekommen. Er war ein Krieger aus der gräflichen Familie von Aare-Hochstaden und als Krieger wünschte er zu leben. Außerdem brauchte er dringend Geld. Ihm war nicht rechtzeitig klar geworden, dass sein Vorgänger im Amt diese hohen Schulden bei römischen Bankiers aufgenommen hatte. Diese Rechnung wurde ihm sehr bald nach seiner Wahl präsentiert und alle seine Versuche, diese Schulden einfach zu missachten, hatten nur zur Folge, dass er außerdem noch Zinsen zahlen sollte. Verflucht seien diese Geldleier und Pfennigfuchser! Aber Konrad konnte sie nicht einfach überfallen und ihnen die Schuldscheine entreißen. Das wäre ihm in Reichweite des Papstes wohl schlecht bekommen. Nun, an Einfällen mangelte es dem hohen Geistlichen nicht. Er verbündete sich mit seinem Amtsbruder, Erzbischof Siegfried von Mainz. Auch dieser Kirchenfürst war bis vor kurzem Anhänger der Staufe gewesen, was Kaiser Friedrich ihm vergalt, indem er ihm zum Vormund über seinen jungen Sohn, den soeben zum König gewählten Konrad, ernannte und ihm zudem das Amt des Reichsgubernators übertrug. Ja, vielleicht war der Kaiser doch etwas zu weit von seinen deutschen Untertanen entfernt, da in seinem sizilischen Reich. Er hatte nicht vorhersehen können, dass seine beiden mächtigsten Kirchenfürsten ganz plötzlich eine gemeinsame Kehrtwendung machten und sich gegen ihn verbündeten. Sie sahen es also als ihr gutes Recht an, Kaiser Friedrich Schaden zuzufügen und überfielen darum gemeinsam die reiche kaiserliche Stadt Worms, um sie auszurauben und dann anzuzünden. Eigentlich war es ja aber nicht Kaiser Friedrichs Besitz, der hier geraubt wurde. Es waren auch nicht seine Angehörigen, die dabei erschlagen wurden, deren Häuser in Brand gesteckt wurden. Es waren die Bürger von Worms und sie hatten nichts getan, was diesen brutalen Überfall herausgefordert hätte. Die Täter kann man nur als Räuber und Mörder ansehen, mögen sie das Erzbischofspallium besitzen oder nicht. Nachdem er sich dabei seine Taschen reichlich gefüllt hatte, wollte Konrad als nächstes die Kölner Bürger an die Leine legen. Sie waren im Besitz der Münze, der größeren Geldgeschäfte und der wichtigsten Ämter der Stadt. Und das gedachte der Erzbischof ihnen, eins nach dem anderen zu nehmen. Er begann mit der Münzgerechtigkeit und ließ Münzen prägen und in Umlauf bringen, obwohl dies der Stadt zustand. Nachdem die Kölner energisch protestierten, verließ Konrad die Stadt voller Zorn, begab sich nach Andernach und schickte der Stadt einen Fehdebrief. Dann rüstete er ein Heer und 14 Kriegsschiffe und zog zur Belagerung nach Norden. Er richtete sein Lager in Deutz ein und ließ Wurfgeschütze schwere Steine nach Köln schleudern. Aber die Flugstrecke über den Rhein war zu groß. Ein Teil der Geschosse fiel ins Wasser, die übrigen richteten keinen größeren Schaden bei der Stadt an. Der nächste Einfall Konrads war, die große Kölner Handelsflotte zu verbrennen. Er rüstete ein Schiff mit griechischem Feuer aus und ließ es gegen die vor Köln ankernden Schiffe treiben. Aber das erzbischöfliche Schiff entzündete sich selbst und trieb brennend den Rhein hinab. Die Kölner werden bei diesem Anblick vermutlich schallend gelacht haben. Konrad lachte sicher nicht. Er musste Tausende von Söldnern verköstigen und bezahlen und hatte nicht das Geringste erreicht. Er stimmte also zu, dass der Kardinallegat Hugo von St. Sabina und der Lektor der Predigerbrüder in Köln, und das war damals der berühmte Albertus Magnus, einen Vergleich zwischen Erzbischof und Stadt finden sollten. Dieser kleine Schied, so wurde er genannt, sah Folgendes vor.
Konrad sollte sowohl auf die Münzerneuerung verzichten, wie auch auf die Zölle, die er rechtswidrig von den Kölnern erhoben hatte. Die Bürger dagegen verpflichteten sich, kein fremdes, sondern nur Kölnergut mit sich zu führen. Beide Parteien sollten keinerlei Ansprüche wegen Schädigung und Totschlag in dem gerade beendeten Krieg stellen. Es hätte nun eine Weile Ruhe herrschen können. Aber Erzbischof Konrads Stolz war beleidigt worden und er wollte es den Kölnern heimzahlen. Zunächst wurde ein Kölner Bürger, Hermann der Rote, auf einer Reise zum Oberrhein von Beamten des Erzbischofs auf offener Straße verhaftet und ins Gefängnis gebracht, unter dem Vorwand, ihnen sei von dem Friedensschluss zwischen Konrad und der Stadt nichts bekannt. Hermanns Familie und der Kölner Rat protestierten, aber er wurde nicht freigelassen. Ein weiterer Fall von erzbischöflicher Willkür. Eine Kölner Familie beantragte freies Geleit, weil sie in Bonn eine Erbschaftssache zu regeln hatte. Konrad bestätigte das Geleit, ließ aber trotzdem die Familie verhaften, sobald sie in Bonn angekommen war. Das Gleiche machte mit etwa 20 Kölner, die ebenfalls auf das zugesicherte Geleit vertraut hatten. So finde ich die Darstellung bei Mehring, einem Historiker des 19. Jahrhunderts. In der Chronik zur Geschichte der Stadt Köln sieht es etwas anders aus, nämlich ein Verwandter der Familie Kleingedank war durch den Herrn von Kobern gefangen genommen worden. Warum auch immer. Aus Rache überfiel nun die Kleingedank den Bruder des Herrn von Kober, der wiederum ein Verwandter des Erzbischofs war. Zu allem Überfluss spielte sich das auch noch vor dem erzbischöflichen Palast ab. Konrad saß gerade dort zu Gericht. Ich wundere mich nicht und Sie sich sicher auch nicht, dass Konrad darüber wütend wurde und angeblich auch einen Angriff auf seine Person befürchtete. Das wiederum scheint mir übertrieben. Und Konrads Reaktion war es ganz sicher. Er verließ zornig die Stadt und ließ in Bonn den Kölner Patrizier Bruno Cusin und dessen Freunde ergreifen, trotz zugesagten freien Geleits, und setzte sie in den Burgen Godesberg und Altenaar gefangen. Das sind also etwas unterschiedliche Berichte. Wer weiß, wie sie es wirklich zugetragen hat. Aber dann ging es los. Konrad wollte die Stadt überfallen und griff das Severinstor an. Er kam aber nicht in die Stadt, richtete ein Lager bei Rodenkirchen und sperrte alle Straßen nach Köln. Die Kölner versuchten den Durchbruch. Es kam zu einem Gefecht bei Frechen und sie schlugen die Erzbischöflichen in die Flucht. Auch Konrad hatte teilgenommen und floh in die Burg Frechen, während die Kölner mit 30 gefangenen Rittern in ihre Stadt zurückkehrten. Bei Mehring wird diese Schlacht bei Frechen sehr viel heftiger dargestellt als eines der blutigsten Treffen, die je in der Nähe der Stadt Köln stattgefunden haben. Er ist ganz gewiss kein Anhänger des Erzbischofs. Aber hier schildert er Konrad als einen äußerst tapferen Kämpfer, der erst nach völliger Auflösung seines Heeres die Flucht ergriff. Hier erfahren wir aber, dass vier der tapfersten kölnischen Ritter, nämlich Matthias Oberstolz, Daniel Jude, Peter vom Leopard und Simon Reusgen, in Gefangenschaft gerieten. Und anfänglich eine sehr harte und rohe Behandlung in dem düsteren Keller eines Schlosses nahe bei Frechen erfuhren, bis der Erzbischof ihre Haft zu mildern befahl, weil er ihren Heldenmut in der Schlacht bewunderte. Persönliche Tapferkeit sowie Anflüge von Ritterlichkeit muss man Konrad also zugestehen. Hirtensinn, Treue und Gerechtigkeit vermisse ich hingegen. Für den Augenblick verschaffte der Sieg von Frechen den Kölnern zwar Luft. Ihre Handelswege zu Wasser und zu Land standen ihnen wieder offen. Aber es war klar, dass keine Probleme dauerhaft gelöst waren. Konrad verbündete sich mit den mächtigen Nachbarfürsten von Berg, Limburg und Jülich, um gegen die Kölner Bürger Krieg zu führen. Es kam zu heftigen gegenseitigen Überfällen, zu Raub, Mord und Brand. Die erzbischöflichen Truppen wie auch die Stadtkölnischen plünderten die Gegend leer. Ein Ende war nicht absehbar. Aber dann entschloss sich Graf Adolf von Berg, dessen Land besonders heftig gelitten hatte, aus diesem Krieg auszusteigen und mit Köln Frieden zu schließen. Dadurch schrumpfte das Heer der Fürsten beträchtlich. Erzbischof Konrad versuchte, einen neuen Bündnispartner zu finden und schloss mit dem Erzbischof Gerhard von Mainz ein Bündnis auf Lebenszeit. Mit dessen Vorvorgänger Siegfried hatte Konrad ja schon die Stadt Worms überfallen und ausgeraubt. Vielleicht hatte der Mainzer Lust, dasselbe mit Köln zu versuchen. Aber dann kam es anders. Im März 1258 schloss Konrad Frieden mit seiner Stadt wieder einmal. Was war geschehen?
Seine Gläubiger in Rom und Siena hatten einen Prozess vor der Kurie gegen Konrad angestrengt. Es drohte also eine strenge Strafmaßnahme des Papstes gegen ihn. Hätte Konrad sein Geld doch lieber für die Bezahlung der geerbten Schulden ausgegeben, statt für den Krieg gegen seine eigene Stadt? Aber eine solche kaufmännische, pfui, und gar nicht rittermäßige Idee konnte einem Hochstaatner natürlich nicht in den Sinn kommen. Es war also zunächst einmal nichts mit einem weiteren Krieg gegen die Kölner, weil Konrad gerade nicht das Geld dafür hatte. Abermals wurde Albertus Magnus neben einer Reihe weiterer Weisen darum bemüht, einen vertraglichen Ausgleich zwischen Köln und der Stadt zu finden. Der große Schied war jetzt fällig. Er wurde im Juni 58 besiegelt, in dem zwar der Erzbischof als höchste geistliche und weltliche Macht bestätigt wird, Amtleute und Richter jedoch auch eine eigene Gerichtsbarkeit haben. Die Rechte der Bürgerschaft werden im Einzelnen festgelegt. Daran hätte zum Beispiel der Erzbischof Anno damals im Traum nicht gedacht. Die Zeiten hatten sich seitdem geändert. Aber Erzbischof Konrad gab den Plan, die Stadt Köln unter seine Herrschaft zu zwingen, noch lange nicht auf. Er war ein schlauer Mann, das muss man ihm zugestehen. Was mit roher Gewalt nicht möglich war, konnte vielleicht durch List erreicht werden. Wenn man Uneinigkeit säte und die Bürgerschaft spaltete, konnte der Gegner geschwächt werden. Also traf Konrad geheime Absprachen mit der reichen und mächtigen Weberzunft Kölns. Sie sollten sich auf seine Seite schlagen und er wollte dafür sorgen, dass sie das Stadtregiment den Geschlechtern entreißen konnten. Im folgenden Jahr, März 1259, wurde den Münzerhausgenossen, dem Münzmeister und dem Münzprüfer ihre Ämter genommen. Schon einen Monat später setzte Konrad den Bürgermeister Theoderich von der Mühlengasse, Vorwurf, Gewinnsucht, Missbrauch und Bestechlichkeit, sowie sämtliche Schöffen außer einem, dem gute Amtsführung bescheinigt wurde, ab. Sie hätten sich durch ihr Verhalten in einen schlechten Ruf beim Volk gebracht. Konrad beteuerte, dass er diesen Beschluss natürlich gar nicht gegen den großen Schied verstoßen wolle. Er beschnitt nur das Selbstergänzungsrecht der Schöffen und ernennt die neuen Schöffen gleich selbst, darunter auch Handwerker, die bisher keinen Zugang zu diesem Amt hatten. Damit hatte Konrad sozusagen mit einem Federstrich ganz wichtige Punkte der städtischen Selbstverwaltung unter seine eigene Kontrolle gebracht. Der nächste Schritt war eigentlich zu erwarten. Er ächtete 25 Kölner Bürger aus den Patrizierfamilien, weil sie trotz dreimaliger Vorladung nicht vor seinem Gericht erschienen seien, erklärte sie für vogelfrei und überwies sie der Gewalt des Volkes. Und noch einmal einen Monat später lieferte die erzbischöfliche Kanzlei einen langen Erlass über die Durchführung des Stapelrechts. So nebenbei wird dann noch festgelegt, dass es den Kölner Bürgern verboten sei, ein Handlehen von einem anderen Herrn als dem Kölner Erzbischof anzunehmen. Wenn ein Schöffe, Schöffenbruder, Mitglied der Richterzeche oder Burschaftsoffizial ein Handlehen von einem fremden Herrn annimmt, verliert er sein Amt und darf niemals in den Rat gewählt werden, so steht es in der Chronik. Mit dieser Regelung beschnitt der Erzbischof wiederum die Selbstständigkeit der städtischen Leistungsträger. Er wollte, dass die Stadt ihm, besonders in militärischer Hinsicht, völlig untertan sein sollte. Nur als Handelsstadt durfte sie blühen, denn das brachte auch dem Erzbischof Geld ein. Die Stimmung in der Stadt heizte sich auf. Die Patrizier waren zornig über die Beschneidung ihrer Rechte, die sie als wohlerworben ansahen. Die neuen Schöffen aus der Weberzunft, deren Familien auch zu Wohlstand gekommen waren, hatten schon lange den Kaufherren ihre Vorrechte missgönnt. Nun passierte zu Beginn des Jahres 1260 Folgendes. Bei einem Kirchenfest geriet Bruno Hardefuß mit einem Fleischer in Streit über die Qualitäten der Abgesetzten und der neuen Schöffen, wobei Bruno dem Fleischer erstach. Natürlich wollten die Zünfte Rache. Sie erstürmten, plünderten und setzten das Haus des Hardefuß in Brand. Die Geschlechter griffen daraufhin mit Waffengewalt ein. Es gab viele Tote und Verletzte. Die Schöffen kamen erst zum Ende des Tumults herbei und geboten Frieden. Bei der darauf folgenden Gerichtssitzung fällte der Erzbischof folgendes Urteil. Beide Parteien mussten eine Geldbuße zahlen, die der Geschlechter betrug 600 Mark. Diese sollten aber außerdem bei der nächsten Sitzung barfuß kniend vom Erzbischof Verzeihung für das Blutbad erflehen. Der Greve zahlte eine große Summe, dafür wurde ihm der Fußfall erspart. Einige der Patrizier verließen die Stadt. Die anderen mussten die Demütigung hinnehmen und das vor mehr als 20.000 Zuschauern, wie Gottfried Hagen berichtet.
Der Erzbischof ließ seine Söldner hinter den Geflohenen herjagen. Sie erwischten drei von ihnen. Diese wurden in die Stadt geschleppt und sofort enthauptet. Wen wundert es, dass die neuen Schöffen jetzt triumphierten und es die entmachteten Patrizier spüren ließen? Sehr bald beklagten sich diese heftig beim Erzbischof und verlangten die Absetzung von mindestens 4 Schöffen. Konrad versuchte, sie zu beschwichtigen. Da sie aber auf einem Urteil bestanden, sollte ein Richter dieses abfassen. Es kam nicht zu einer gütlichen Regelung. Die Zünfte und die Patrizier bewaffneten sich, ein Bürgerkrieg schien bevorzustehen. Da fiel dem Erzbischof eine neue List ein. Er schickte Boten an die Geschlechter, sie sollten waffenlos zu ihm kommen, damit er eine Einigung herbeiführen könne. Freier Hin- und Rückgang sei ihnen versichert. Die Patrizier glaubten seinem Wort und erschienen unbewaffnet vor ihm. Da ließ Konrad 24 von ihnen ergreifen und in Fesseln in mehreren seiner Schlösser festsetzen. Unter ihnen waren die mächtigsten Mitglieder der Familie Oberstolz. Der von Konrad abgesetzte Stadtvogt Matthias, der Stadtgraf Hermann, außerdem die abgesetzten Schöffen Gerhard und Gottschalk. Anderen gelang die Flucht aus der Stadt und sie hüteten sich, den Vorladungen vor das erzbischöfliche Gericht Folge zu leisten. Denn was konnte man von einem meineidigen Kirchenfürsten sonst noch erwarten? Dafür wurden sie geächtet und für immer verbannt. Diese Maßnahme wurde sogar vom Papst bestätigt. Für die Gefangenen gab es keine Hilfe. Der Erzbischof stellte sich den flehentlichen Bitten ihrer Angehörigen gegenüber taub. Er kam einmal nach Godesberg, wo ein Teil der Kölner inhaftiert war. Als diese ihm ihre Not klagten, ordnete er an, dass ihre Haft noch zu verschärfen sei. Über diesen listigen Fürsten und seine widerspenstigen Untertanen fällt Mering folgendes Urteil. Wäre Konrad, der übrigens als ein für seine Zeitalter sehr aufgeklärter, talentvoller und charakterfester Mann und als ein mit vielen vorzüglichen Eigenschaften ausgestatteter Fürst geschildert wird, nicht so gebieterisch stolz und herrschsüchtig gewesen und hätte sich statt der Gewalt einer weisen Politik gegen die Stadt bedient. Wären die Kölner dagegen für ihre Freiheiten, die ihnen der Reichsverfassung gegenüber ohnehin nicht von wesentlichem Nutzen waren, nicht so sehr eingenommen und nachgiebiger gewesen, hätten sie vom törichten Freiheitsdünkel umnebelt, damals nicht ihre eigenen reellen Vorteile verkannt. So hätte jetzt zwischen dem Erzbischofe und der Stadt eine Vereinigung stattfinden können, welche innere Ruhe und Frieden für die folgenden Zeiten herbeigeführt und den Wohlstand der Bürger im Allgemeinen bedeutend vermehrt haben würde. Auch dieser Erzbischof bekam übrigens, wie einst sein Vorgänger Anno, gegen Ende seines Lebens sittliche Anwandlungen. Seine Stiftsgeistlichkeit sollte nicht länger Konkubinen halten, Handel treiben und Ämter verkaufen. Die Beginen sollten von ihrer Meisterin von so schlimmen Dingen wie verdächtigen Unterhaltung mit Männern abgehalten werden. Sie sollten auf Besuche und Umherschweifen verzichten. Noch auf dem Totenbett weigerte Erzbischof Konrad sich, den Gefangenen und Geflüchteten die Rückkehr zu gestatten. Dieser gütige, gerechte, barmherzige, ehrliche, wahrheitsliebende Seelenhirte starb am 28. September 1261. Engelbert von Falkenburg, geboren um 1220, gestorben 1274 in Bonn. Die Kölner kannten ihn schon. Er war, bevor er 1261 Nachfolger des Konrad von Hochstein gewählt wurde, Propst von St. Gerion gewesen und hatte geklagt, es kränke ihn sehr, dass der Erzbischof, sein Oheim, die edlen Geschlechter Kölns so hart und treulos behandle. Er würde gerne das Unrecht wieder gut machen, wenn es nur einigermaßen in seiner Gewalt stünde. Dieser Mann verstand ganz klar etwas von Wahlpropaganda. Was kümmerte ihn sein Geschwätz von gestern? Nachdem er erst einmal auf dem Bischofsstuhl saß, sah er die Dinge anders. Auf seinem Ritt durch das Erzstift, wo er sich von seinen Untertanen huldigen ließ und ihnen Lehen erteilte, kam er auch zu Schloss Aare. Dort saßen im finsteren Kerker nun schon seit vielen Monaten und widerrechtlich 8 Kölner. Ihre Verwandten Rutger Oberstolz, Daniel Lude und Konstantin von der Aducht waren schon eingetroffen, um den neuen Erzbischof an die mitleidigen Worte zu erinnern, die er als Propst von St. Gerion für die Gefangenen gefunden hatte und um deren Freilassung zu bitten. Hätten sie bloß nicht den salbungsvollen Worten des Kirchenfürsten vertraut. Er ließ sie sofort ergreifen und zu ihren Gefährten in den Kerker sperren.
Nun gibt es eine Geschichte, auf welche Weise diese Männer sich schließlich doch aus der Gefangenschaft befreien konnten. Sie mag wahr sein oder auch nicht. Auf jeden Fall ist sie so schön, dass ich sie Ihnen keinesfalls vorenthalten kann. Gottschalk Oberstolz hat in seiner Langeweile ein Mäuschen gezähmt, um sich damit die Zeit zu vertreiben. Er fütterte es mit Krümeln von seinem kargen Brot, pflegte es liebevoll und hängte sein Herz daran. Aber eines Tages verkroch sich das Tierchen in einer Ritze und tauchte nicht wieder auf. Gottschalk suchte lange nach ihr und durchwühlte den Kerkergrund. Sein Mäuschen blieb verschwunden. Stattdessen fand er eine Feile und einen Meißel. Ob sie ihnen den Weg in die Freiheit bahnen konnten? Die Männer berieten sich. So sehr sie sich nach ihren Familien sehnten, konnte der Elekt sich nicht an diesen rächen, wenn ihnen die Flucht gelang? Und was täte ihnen selbst an, wenn sie bei dem Versuch erwischt wurden? Schließlich beschlossen sie, das loszuwerfen, und der so Bestimmte sollte die Entscheidung treffen, denn zusammenbleiben mussten sie auf jeden Fall. Den Rest können Sie sich selbst denken, denn wäre Ihr Plan nicht geglückt, hätte vermutlich niemand von dieser reizenden Episode erfahren. Die entflohenen Ritter erlebten nun noch manche Abenteuer auf ihrer Flucht, wurden von bösen, schlechten Menschen überlistet und von edelmütigen Männern wieder gerettet. Auf die Einzelheiten können wir jetzt mal verzichten. Auf jeden Fall lassen die Patrizier, die sich noch in Köln aufholten, dem Elekten Engelbert vorschlagen, sie wollten ihm 1500 Mark zahlen. Dafür möge er den Verbannten jetzt die Rückkehr gestatten. Und damit endlich wieder die gewohnte Ordnung einkehre, die abgesetzten Geschlechter wieder die Stadt regieren lassen. Sie wollten ihm die Stadttore öffnen und er sollte dann die neuen Schöffen zur Rechenschaft ziehen, weil sie den Bürgern ungerecht tief in die Tasche griffen. Engelbert nahm die Zahlung gern entgegen. Er kam mit seiner Truppe in die Stadt, errichtete ganz schnell etliche Befestigungen und besetzte mit seinen Soldaten Tore und Türme. Er bestellte auch die neuen Schöffen zu sich und versah sie mit christlichen Ermahnungen. Die schlimmsten sperrte er auch ein. Aber er dachte gar nicht daran, ein neues Schöffenkollegium aus den Reihen der Patrizier einzusetzen. Und entgegen der Abmachung ließ er die Patrizier auch nicht in die Stadt. Er befahl sie ins Kloster Weiher, dort sollten sie seinen Willen vernehmen. Und dies waren seine Forderungen. Er sei bereit, neue Schöffen, einen Bürgermeister und einen Amtmann einzusetzen. Dafür verlangte er die Bierpfennige, den Wegezoll, die Akzise, sämtliche Mühlen, eine Malzakzise für seine Unkosten am Mauerbau und auch noch 6000 Mark. Jetzt reicht es. Diese Gier empört die ganze Bürgerschaft. In schöner Einigkeit greifen Patrizier, Zünfte und Gemeinde zu den Waffen und erstürmen nach hartem Kampf die bischöflichen Zwingburgen, wobei sich Matthias Oberstolz besonders hervortat. Und wieder einmal belagert der Erzbischof von Köln seine eigene Stadt und wieder kann er sie nicht einnehmen. Aber diesmal eilen der Bischof von Lüttich und sein Bruder, der Graf von Geldern, herbei und stiften Frieden. Es wird abgemacht, dass Patrizier und Schöffen zurückkehren und ihre Ämter wieder erhalten. Und der Erzbischof bekommt wieder einmal viel Geld von ihnen. Alle sollen sich gefälligst an den großen Schied von 1258 halten. Ist jetzt endlich Ruhe? Aber nicht doch. Siehe da, der Papst sendet eine Bulle an den Erzbischof und tadelt ihn für die Übereinkunft mit den Kölnern. Der Schiedsspruch sei zum Schaden der Kirche. Und Erzbischof Engelbert solle unverzüglich alles rückgängig machen. Was sollte den Papst die Querelen zwischen Fürst und Stadtregierung kümmern? Es ist der gleiche Trick, den wir schon kennengelernt haben. Der Erzbischof beschwört eine Abmachung, lässt sich dafür reichlich bezahlen und bestellt beim Papst die Annullierung. Die Abmachung gilt nicht mehr, aber das Geld behält er. Die Kölner sehen ein, dass Schwüren, Eiden und Beteuerungen ihrer Erzbischöfe nicht zu trauen ist. Aber es gibt ja noch andere mächtige Herren im Land, die auch Geld brauchen, zum Glück aber nicht auf den Papst rechnen können. Die Stadt vergibt also das erbliche Bürgerrecht ihrer Stadt an benachbarte Fürsten. Diese erhalten eine jährliche Rente bei gegenseitigem Schutzbündnis. Das war gerade noch rechtzeitig, denn wenige Tage später schwenkt der Erzbischof die päpstliche Bulle vor der Nase der Kölner und droht ihnen mit dem Bann. Sie werden sich nicht allzu sehr wundern, dass er auf die Bannung verzichtet, wenn die Kölner ihm 1200 Mark zahlen. Die Bulle lässt er daraufhin im Dom zerreißen. Ob er dem Papst einen Brief geschickt hat, er möge die Respektlosigkeit nicht übel nehmen, er meine es sowieso nicht ernst. Jedenfalls verstößt Engelbert
wiederholt gegen die Abmachungen mit der Stadt, versucht auch, sich die Vogtei zu verschaffen. Den Kölnern wird zugetragen, Engelbert plane einen Anschlag gegen sie. Er wolle eine Gerichtssitzung gegen die führenden Bürger einberufen, dann sollten sie dort von Bewaffneten überwältigt werden. Gleichzeitig sollte Engelberts Bruder, Dietrich von Falkenburg, mit seinen Leuten in die Stadt einreiten und die Aktion absichern. Die Kölner kommen diesem Plan zuvor, nehmen Dietrich und seine Leute fest und verhaften auch den überraschten Erzbischof. Dann schlagen sie demonstrativ ihr Wappen mit den drei Kronen an die erzbischöfliche Burg am Bayenturm. Engelbert bleibt 20 Tage in Haft. Er stellt sich ahnungslos und jammert, er sei Opfer eines Überfalls der bösen Kölner. Und wieder kommen die hochadligen Streitschlichter, die Bischöfe von Lüttich und Münster sowie die Grafen von Geldern und Jülich. Sie legen fest, welche Partei was zu tun hat. Und alle gegenseitigen Forderungen sollen sich aufheben. Es wird ausdrücklich festgehalten, wenn der Erzbischof wieder einmal die vereinbarte Sühne nicht hält, sollen die Bischöfe von Utrecht, Osnabrück und Minden, der Herzog von Limburg und 50 weitere Grafen, Edelleute und so weiter, außerdem auch noch die Prioren der Stadt Köln und 8 erzbischöfliche Städte der Stadt Köln Beistand leisten. Das war doch ein ordentliches Aufgebot. Nur, es brachte wieder einmal nichts. Trotz dieser umfangreichen Sühnebestimmung lud Engelbert 37 Bürger, die an seiner Gefangennahme beteiligt waren, vor sein Gericht. Diese kamen vorsichtshalber lieber nicht und wurden darum für vogelfrei erklärt. Natürlich musste auch der Papst abermals einschreiten. Er erklärte den Schwur des Erzbischofs für nichtig und löschte auch die Eide der Bischöfe und Grafen, welche versprochen hatten, der Stadt beizustehen. Bald darauf spricht er den Bann über die Kölner aus. Und wieder versucht der Erzbischof, die Zünfte gegen die Patrizier aufzuwiegeln. Er schreibt ihnen, sie sollten sich bewaffnet zum Tanz versammeln. Falls die Geschlechter ihnen das verbieten würden, und damit war zu rechnen, dann sollten sie gegen sie kämpfen. So kam es auch. Und es floss viel Blut. Die Zünfte waren in großer Überzahl, aber die Geschlechter siegten schließlich. Engelbert war sehr zornig über diesen Ausgang. Abermals versuchte er, Zwietracht zwischen die Geschlechter und die Zünfte zu säen. Er ließ den Handwerkern versprechen, wenn sie sich für die letzte Niederlage an den Patriziern rächen und diese erschlagen oder vertreiben wollten, dann könnten sie sich deren Vermögen teilen und der Erzbischof wolle sie nach Kräften unterstützen. Er werde mit seinem Heer zu Wasser und zu Land angreifen und sie sollten ein Feuer auf dem Turnmarkt anzünden, um dem Erzbischof das Zeichen zum Angriff zu geben. Die erzbischöflichen Truppen, verstärkt durch den Erzbischof von Mainz und den Grafen von Berg und Kleve, lagerten nun vor Köln. Ihre Kriegsschiffe zerstörten die vor Anker liegenden Schiffe und die Rheinmühlen. 8 Tage lang warteten sie vergeblich auf das Feuer und ihre Versuche, wenigstens ein Tor zu erobern, blieben erfolglos. Die Verbündeten des Erzbischofs verloren die Lust, weiter auf den versprochenen raschen Erfolg zu warten, und der Graf von Kleve hatte einen passenden nächtlichen Traum, in dem ihm sämtliche Heiligen erschienen, deren Körper in Köln ruhten, darunter Ursula und Gerion und auch die drei Könige. Ob die 11.000 Jungfrauen auch dabei waren, erfahren wir nicht. Und ihm verboten, die Stadt anzugreifen. Wer darf denn schon gegen verstorbene Heilige kämpfen? Das sahen die übrigen Verbündeten Engelberts genauso. Sie zogen alle ab. Und so war der Erzbischof nicht mehr stark genug für die Belagerung und musste sie abbrechen, September 1265. Und wieder gibt es eine Untersuchung, welche der Parteien gegen die Schiedsbestimmungen verstoßen hat. Es wird langsam langweilig. Und mit größter Hartnäckigkeit versucht der Erzbischof abermals Zwietracht in der Stadt zu säen. Jetzt probiert er, Parteien innerhalb des Patriziats gegeneinander zu hetzen. Er bietet den Weisen seine Hilfe gegen die Oberstolzen an. Pech gehabt, dieses Mal im Frühling 1267 klappt es noch nicht. Die beiden Parteien können sich noch einmal einigen. Aber dann im Oktober bricht eine Fehde zwischen dem Erzbischof einerseits und dem Grafen Wilhelm von Jülich und seinen Verbündeten, darunter die Kölner Bürger, andererseits aus, weil Engelbert unrechtmäßig Zölle und Wegegelder bei Neuss erhebt. Der Landfriedensbund verhandelt mit dem Erzbischof. Es gibt wieder einmal einen Schiedsrichterspruch, der Engelbert aber nicht gefällt und der deshalb auch nicht einhält. Die Zölle werden weiter erhoben und er fällt auch noch raubend und brennend in das jülische Land ein. Danach aber fällt der Erzbischof in einer Schlacht in die Hände des Gegners, Wilhelm von Jülich. Er wird in Burg Nideken eingesperrt und bleibt dort 3,5 Jahre als Gefangener.
Der ewige Störenfried scheint außer Gefecht. Kann man in Köln jetzt zur Abwechslung einmal friedlich leben? Man kann nicht. Der Konflikt zwischen den Weisen und den Oberstolzen bricht erneut aus. Und die Weisen suchen Schutz im Kirchenasyl. Der nächste Kampf beginnt damit, dass Graf Wilhelm von Jülich in seiner Wohnung in Köln ein großes Gastmahl für die Oberstolzen gibt. Die Weisen erfahren davon und überfallen das Haus, um die verhassten Gegner zu erschlagen. Es kommt zu einem heftigen Kampf in den Straßen Kölns. Schließlich siegen die Oberstolzen unter der Führung des alten Matthias Oberstolz. Die Weisen flüchten sich wieder in die verschiedenen Asyle, werden dort herausgeholt und über den Rhein geschafft. Sie leiten sofort den nächsten Versuch ein, die Herrschaft über Köln zu erlangen und bestechen einen Schuster, der nahe der Ulrichpforte an der Stadtmauer wohnt, heimlich einen Durchbruch zu hauen, so groß, dass ein abgesessener Reiter sein Pferd hindurch führen kann. Ehrlich gesagt, über diesen Plan kann ich mich nur wundern. Es sollten nämlich auf diese Weise 500 Reiter in die Stadt gelangen. Nun vermute ich, dass schon eine Minute nötig ist, um ein Pferd durch eine Lücke zu führen. Macht 500 Minuten oder mehr als 8 Stunden. Wie schafft man das in einer Nacht? Denn der Überfall erfolgte nachts, um die Oberstolzen in ihren Betten zu erschlagen. Vielleicht waren die Pferde nicht leise genug. Die Kölner bemerkten jedenfalls, was da vor sich ging und setzten sich zur Wehr. Man muss sich das mal vorstellen. Es gab ja noch keine Straßenbeleuchtung und die Häuser lagen auch in nächtlicher Dunkelheit. Also, aufwachen, irgendwie ein kleines Licht entzünden, Kleidung, Rüstung und Waffen suchen, in den Stall eilen, Pferde satteln. War nicht so einfach. Angeblich waren bis dahin schon 300 Reiter in die Stadt eingedrungen. Die anderen standen draußen vor der Mauer mit ihren Pferden. Und nun tobt in der Dunkelheit ein erbitterter Kampf, wobei man auch noch Freund und Feind unterscheiden muss. Jeder Kölner kennt die Schlacht an der Ulrichpforte in der Nacht vom 14. zum 15. Oktober 1268. Sie endet mit dem Sieg der Überfallenen, fordert aber zahlreiche Opfer auf Seiten der Kölner ihren Anführer Matthias Oberstolz. Das schmerzt mich noch heute, denn er gehört zu meinen Vorfahren und ich hätte ihm ein ruhiges Alter gegönnt. Unter den Gefangenen der Kölner war auch Herzog Walram von Limburg. Er hatte vermutlich ein dringendes Geschäft außerhalb seines Kerkers, denn er erbat und erhielt nach 3-monatiger Gefangenschaft Urlaub. Es mussten aber 28 Grafen und Ritter für sein Wohlverhalten und seine Rückkehr bürgen unter einer Buße von 10.000 kölnischen Mark. Hoffentlich sah Walram das nicht zu eng, denn im Frühjahr 1271 trafen Graf Adolf von Berg und zwei weitere Edle als Bürgen für Walram ihren Arrest an. Und was ist mit Engelbert? Der weilt noch immer als Gefangener bei Graf Wilhelm von Jülich. Jetzt erscheint ein päpstlicher Nuntius. Der päpstliche Stuhl ist seit fast 2 Jahren vakant. Man hat sich in Rom daran erinnert, dass Wilhelm seit 1268 unter Kirchenbann und Interdikt steht, weil man einen Erzbischof nicht gefangen nehmen darf. Und die Stadt Köln auch, weil sie als dessen Helfer gilt. Darum soll der gesamte Säkularklerus Köln verlassen und erst nach Engelberts Freilassung zurückkehren. Jeder, der der Stadt Wasser oder Lebensmittel zuführt, soll gleichfalls dem Bann verfallen. Die Kölner kümmern sich ja schon seit einiger Zeit nicht mehr so sehr um die inflationären Bannsprüche. Aber das ist schon ziemlich stark. Zum Glück gibt es den städtischen Sachwalter Gottfried Hagen, der sofort einen Protest nach Rom sendet. Und siehe da, der Nuntius wird zur Verantwortung abberufen. Da er sich nicht rechtfertigen kann, fällt er in Rom in Ungnade. Sogar Engelbert appelliert gegen den Nuntius. Damit hat er gut Wetter gemacht und wird bald darauf endlich freigelassen. Die lange Haft hat ihn offenbar etwas milder gemacht, denn er prügelt nicht sofort wieder auf seine Kölner ein, sondern lässt eine lange Liste erstellen, was er ihnen alles verzeiht und was er ihnen zu Nutzen tun will. Vielleicht haben aber auch die Kölner selbst diese schöne Liste vorbereitet, damit es überhaupt zur Freilassung kam. Aber so ganz milde ist Engelbert noch immer nicht, denn der neue Papst Gregor X. entbindet ihn schon im nächsten Jahr von allen Versprechungen, die er dem Graf von Jülich und dessen Genossen gegeben hat. Im Mai 1274 nimmt Engelbert noch am Konzil in Lyon teil, stirbt aber schon am 20. Oktober des gleichen Jahres in Bonn und dort wird er auch begraben. Warum? Weil in Lyon der Bann über Köln noch einmal erneuert wurde, ohne dass Engelbert dies verhindert hatte. Und in so einer unheiligen Stadt
dürfen erzbischöfliche Gemeinden nicht ruhen. Das kommt davon. Jetzt kommen wir zu Siegfried von Westerburg. 1235 bis 1297. Erzbischof von 75 bis 97, also 22 Jahre. Seit Jahrzehnten schon wehrten sich die Kölner mit allen Kräften gegen Erzbischöfe, die die bedingungslose Macht über die reiche Stadt anstrebten. Siegfried von Westerburg verhielt sich nicht anders als seine Vorgänger. Er baute Zwingburgen, machte ständige Kriegsrüstungen und verbündete sich mit benachbarten Fürsten, dass es den Kölnern Angst und Bange werden konnte. Er ließ sogar den Behälter der für den nächsten Kreuzzug gesammelten Gelder im Dom aufbrechen und stahl daraus 5000 Mark Silber für seine und seiner Kirche Bedürfnisse. Dass die überaus blutige Schlacht bei Worringen am 5. Juni 1288 von den Kölnern in Gesang gesetzt wurde, ist natürlich eine Legende und übertreibt die Bedeutung der Stadt bei Weitem. In Wirklichkeit ging es um eine Erbstreitigkeit zwischen dem Herzog von Brabant und dem Grafen von Geldern, die beide zahlreiche rheinische Fürsten und Herren auf ihrer Seite hatten. Aber die Kölner nutzten die Gelegenheit, sich gegen den harten Erzbischof zu stellen. Und sie hatten Glück und gehörten zu der siegenden Partei Brabant. Der Erzbischof versuchte auch nach der für ihn verlorenen Schlacht seine Macht wiederherzustellen. Aber es war vorbei. Auch wenn es noch 200 Jahre dauern sollte, Köln stieg zur freien Reichsstadt auf. Ach, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich in diesem langen Bericht von den Kölnern gesprochen habe, dann waren dies in der Regel die Patrizier oder Geschlechter, die reichen Handelsherren und Grundbesitzer, die nur gelegentlich von den Zünften und der Gemeinde unterstützt wurden. Sie sahen sich als Vertreter der Stadt, die sie regierten, soweit man sie nicht gerade daran hinderte. Sie hatten das Gefühl, dass ich auf Seiten dieser Leute stehe? Klar, es waren schließlich meine Vorfahren. Und sie waren gezwungen, sich mit aller Kraft gegen ihre Erzbischöfe zu wehren. Anfangs mit wenig Erfolg, gegen Ende dann als Sieger. Ich bin stolz auf sie. Aber die Wahrheit ist auch, 100 Jahre später mag ich mich nicht mehr so sehr mit ihnen identifizieren, so wie die Familie der Weisen ihre Grundlage verloren hat, nämlich durch Hochmut. So wie diese nicht mehr durch harte Arbeit der Fernkaufleute ihren Lebensunterhalt verdienten, sondern überwiegend durch Zinsen und Mieten, so machten es viele Patrizier zu Ende des 14. Jahrhunderts auch. Und die Arroganz einzelner Patrizier gegenüber den Zünften war unbeschreiblich. Darum geschah es ihnen recht, dass auch sie das Schicksal der Weisen teilten und ihre Macht verloren. Denn diese High Society, der Kölsche Klümmel, machte nur einen Bruchteil der 20.000 Seelenbevölkerung aus. Es gab noch die Zünfte, die mit zunehmendem Wohlstand immer selbstbewusster werden. Es gibt auch viele kleine Leute, die nicht viel zu sagen hatten, aber auch gern leben wollten. Von der Hälfte der Bevölkerung, den Frauen, von denen nur ganz vereinzelte Karriere machen konnten, brauchen wir gar nicht erst zu reden. Es wird nach der Schlacht bei Worringen noch einmal 100 Jahre dauern, bis auch die anderen einmal an die Reihe kommen, bis sie sich gegen die Bevormundung der Stadtoberen zur Wehr setzen. Und der Kampf der Zünfte gegen die Patrizier wird auch erbittert geführt werden. Aber das ist dann eine andere Geschichte. Falls Sie alle noch wach sind, mein Vortrag ist damit beendet. Ja, vielen Dank, Frau Ulbach-Fricke. Das waren ja eine Menge Ausflüge in die Geschichte des alten Köln, sehr ausführlich dargestellt mit Ausflügen auch in den Zwiespalt der Untertanen zu ihren Bischöfen und mit dem Klüngel, der im alten Köln genauso wie im neuen Köln immer noch herrscht. Sagen Sie mal, sind das wirklich alles Vorfahren, direkte Ahnen? Das sind doch Bischöfe. Die Erzbischöfe nicht. Die gerade nicht. Jedenfalls will ich nicht hoffen. Habe ich auch nicht festgestellt. Aber die Kölner Patrizier sind tatsächlich in überwiegende Anzahl meine Vorfahren. Auch die Weisen, die zum Schluss fliehen mussten, ein bisschen. Aber die Oberstolzen ganz besonders. Und die Oberstolzen, die liebe ich auch sehr. Die Überschotzen sind übrigens nicht ganz ausgestorben. Sie sind nur nicht mehr in Köln vorhanden. Sie sind unter anderem Namen in andere Länder ausgewandert. Zum Beispiel unter dem Namen von Efferen ins Baltikum. Und ob sie da heute noch leben, weiß ich nicht. Aber sie hatten dort noch eine ganze Zeit vor sich. Ich habe noch eine Frage. Sie sind ja in Gänsefüßchen nur bis 1297
97 gekommen. Also eigentlich habe ich 1288 beendet, weil da die Schlacht bei Worringen war. Und das war im Grunde genommen, also 1297 stirbt der letzte Erzbischof. Ja, aber ja, das ist so. Die Kölner waren mit ihrem Erzbischof fertig. Einfach fertig. Und sagt, da kommt immer nur was nach, was noch schlimmer ist. Und der Erzbischof hielt sich seitdem nicht mehr in Köln auf. Er residierte in Brühl. Und deswegen ist heute dort noch das Kirchenbucharchiv beispielsweise, oder er residiert in Siegburg, wo er eben, oder er residiert auf einer seiner anderen Burgen, aber in Köln war er nicht mehr willkommen. Und wenn er mal nach Köln hinein musste, dann musste er bei der Stadt um Einlass bitten, und dann wurde er dann an Tor schön empfangen und die Waffen durfte er bitte draußen lassen und sein Gefolge, wenn es geht, auch. Das bräuchte er ja in Köln nicht. Die Kölner würden ihn ja schon beschützen. Und er konnte auch was ordentlich zu essen bekommen. Köln ist eine gastfreundliche Stadt. Aber hinterher, bitte schön, möge er doch wieder gehen und anderswo regieren. Ja, aber die Kölner Erzbischöfe gab es ja weiterhin, wenn sie auch in Köln residierten. Ja, ja, gab's da, Sie haben ja jetzt vorzugsweise die geschildert, sagen wir mal, mit den Kölner Bürgern nicht so gut zurande kommen. Gab es denn seit 1297 in Gänsefüßchen keinen mehr, der mit den Kölner Bürgern auf Kriegsfuß stand? Jetzt muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, es ist so. Ich habe mich deswegen so intensiv mit der Kölner Geschichte beschäftigt, weil ich einen Vorfahren, ich muss ein bisschen ausholen, ja, weil ich einen Vorfahren vor 1100 fand, der ein geborener Jude war und in der Vorbereitung zum ersten Kreuzzug in das erste Pogrom geriet, das in Köln stattfand, wo also ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung ausgelöscht wurde. Und dieser wurde von Christen adoptiert und wurde später tatsächlich Bürgermeister der Stadt Köln. Sehr ungewöhnlich, aber es war eben so. Und dieser Mann, wie gesagt, den habe ich als meinen Vorfahren gefunden, denn der ist der Großvater der ersten Oberstolzen. Und weil mich das so interessierte, habe ich mich also ganz massiv in die Geschichte vertieft. Und dann habe ich über diesen Mann ein Buch geschrieben. Mit großer Freude und mit Begeisterung. Der Mann ist mir so nah, ich höre dessen Stimme, ich sehe sein Gesicht vor mir. Ich weiß nicht nur, was ihm passiert ist, sondern was er gedacht hat und wie seine Stimme klingt. Ja, dann habe ich zwei weitere Bücher geschrieben, die Geschichte der Stadt Köln fortsetzen. Und jetzt bin ich beim vierten Band und da bin ich schon seit 4 Jahren dran und weiter bin ich noch nicht gekommen. Und deswegen habe ich mich mit dem Rest der Geschichte noch nicht so intensiv beschäftigt. Ich kann Ihnen also wohl sagen, dass es so um 1400, also um 1400 und ein paar kleine, zu einer großen Auseinandersetzung in Köln zwischen den Geschlechtern und den Zünften kommt, was übrigens nicht nur in Köln so war, das kenne ich aus anderen Städten, aus Lüneburg, aus Braunschweig, aus Colmar zum Beispiel, aus Straßburg. Das ist eine Zeit, als sich die Bürgerschaften in zwei Fronten spalten. Aber das habe ich noch nicht so gründlich erforscht, dass ich mich um die Erzbischöfe gekümmert hätte. Das war jetzt nur im Zusammenhang damit, wo ich gerade dran bin. Ich bin aber erst jetzt bei Matthias Oberstolz und seinem Sohn und Enkel und bei dem Gottfried Hagen, die hochinteressante, eigentlich älteste Chronik, die man in Deutschland zufällig gefunden hat, über Köln geschrieben hat. Und er steht ganz klar auf Seiten der Oberstolzen, ist deren Anhänger. Das merkt man auch. Deswegen muss man auch dann mehrere Quellen miteinander vergleichen, damit man nicht gar zu einseitig wird. Also wie gesagt, die spätere Geschichte, wenn ich denn mal mit meinem vierten Band fertig werden sollte, dann kann ich Ihnen vielleicht auch darüber etwas sagen. Unsere Webseite Altes Köln. Da ist eine Zeitleiste zu finden mit allen Bischöfen und Erzbischöfen. Man kann mit der Maus unten auf der Zeitleiste die Zeitleiste hin und her schieben. Wenn man in das Bild reingeht, mit dem Mausrädchen aufzoomen und dann findet man alle Personen, die es in dieser Zeit gegeben hat, bis zum heutigen Erzbischof. Dann möchte ich mich herzlich bedanken, Frau Kulbach-Fricke, für Ihren Einsatz, für Ihren lebhaften Vortrag. Es war mir ein Vergnügen, Herr Reinhardt. Der uns doch das eine oder andere wieder vielleicht ins Gedächtnis gerufen hat oder das eine oder andere Schmankerl wieder aufgefrischt hat.